Alle Spiele der Regionalliga West. Live und on demand auf Sport Total. Den Anstoß. Ab und jetzt geht's los. Rot-Weiß Aalen ganz in Rot in der ersten Hälfte. Von rechts nach links. Wiedenbrück in Dunkelblau. Von links nach rechts. Berg, sorry. Felix Schüsselburg. So, dann auf der 6 die 23 Temin. Dann im Mittelfeld Thuma mit der 26. Holdak mit der 37, aber erstmal gucken wir vielleicht auf die erste Möglichkeit in dieser Partie für Rot-Weiß Aalen. Direkt an Saluminium. Jetzt vielleicht die erste Aktion von Wiedenbrück. Abu Aceh setzt sich da gegen Schüsselburg gut durch. Abu Aceh geht in den Strafraum. Brunskis verpasst. Oh, was eine Riesenmöglichkeit. Der steht da ganz frei. Und spielt den Ball über das Tor. Abu Aceh, Tia. Gute Übersicht, Zähleschuss. Fehler. Gerkemeier mit Übersicht auf Fehler. Und die Parade von Till Brinkmann. Burzkis, Kralert, Babueke, Bulut, Aalen kann sich nicht befreien, Tier auf Kaptan, auf Burzkis! Dass die Bälle wirklich sehr steil in die Richtung von Abu Aceh gespielt wurden, die nahezu unerreichbar waren. Fehler nimmt Gerkemeier mit, der ist im Strafraum. Gerkemeier! Lier. Temin, gedankenschnell. Behrmann hält den Ball hoch. Was macht er denn? Das 1:0 für hochhalten wollte im Strafraum, dann den Ball nicht mehr kontrollieren kann und Aalen profitiert davon und führt hier aus dem Nichts. So einen Fehler darfst du dir nicht erlauben. Ball wird reingespielt, Kalat, Holdak. Ball ist noch nicht ganz weg. Kaptan! Knapp am Tor vorbei. Bulut hatte ich das ein oder andere Mal angesprochen. Aber auch Holdak und Babueke hat seinen Senf auch dazu gegeben. Jetzt also Mazzulo. Letzte Woche noch vor Beginn an. Spielerkarte geguckt und jetzt trifft Bulut. Den Jungmann habe ich gerade angesprochen, dass er eine überragende Partie spielt und er belohnt sich hier. Ball wird von Holdak weitergeleitet auf Bulut und der zieht ab, unhaltbar für Behrmann. 2:0, Doppelschlag von Rot-Weiß Aalen. Nächste Offensivaktion von Aalen über Bulut, immer wieder Bulut. Schwarzig, gute Bewegung auf Bulut. Der geht in den Strafraum mit Schwarzig mit. Der spielt den Ball und Behrmann pariert. Obacht ist gefragt. Thuma mit dem Ball. Übers Tor. 1,70, dafür war der Ball leider zu hoch gespielt. Heute mit seiner 16. Partie, aber jetzt ist rechts Platz, wenn Thuma den Ball bekommt. Erstmal Mazzulo. Trainer Brinkmann sieht überhaupt nicht happy aus. Tja, bis zum 0:1 kann er zufrieden sein mit der Leistung seiner Mannschaft. Aber jetzt vielleicht nochmal ahnen. Mazzulo.
auf Skoda. Skoda schaut und schießt und trifft. Tor für Ahlen. Das 3:0 und die Entscheidung nach 86 Spielminuten. Der eingewechselte Christian Skoda trifft zum vierten Mal. Und das hat sich angebahnt in den letzten 15 Minuten. Wiedenbrück hat quasi gar nicht mehr verteidigt. Das grenzt an Arbeitsverweigerung, was sie hier gemacht haben. Und jetzt ist das Spiel vorbei. Rot-Weiß Ahlen schlägt den SC Wiedenbrück mit 3:0. Aufatmen ist angesagt. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja, alles gut.